HSV Transfermarkt Chronik. Wie lange geht denn das? Fünfzehn Minuten. Können wir machen. Da habe ich mir das Schalke-Ding reingezogen. Das fand ich ganz geil. Ja, komm, das können wir uns noch angucken. Willkommen zu einem TMTV-Special. Die Jungs von Transfermarkt machen übrigens auch immer echt gute Videos. Das Schalke-Ding fand ich sehr nice. So. 2018 musste der Hamburger SV zum ersten Mal in der Clubgeschichte den Gang in die zweite Fußball-Bundesliga antreten. Inzwischen hat der Club dreimal in Serie den Wiederaufstieg in die erste Liga verpasst. Der HSV einst unabsteigbar, nun unaufsteigbar? Fragezeichen. Unsere Chronik der vergangenen Jahre. Wir starten am 12. Mai 2018. Der HSV gewinnt sein letztes Saisonspiel in der ersten Liga gegen Borussia Mönchengladbach zu Hause mit 3:1. Der Abstieg kann dennoch nicht verhindert werden, da Wolfsburg im Parallelspiel ebenfalls gewinnt. Da waren ja auch damals noch richtig krasse Ausschreitungen, also was heißt Ausschreitungen, aber damals ging es krass ab, ne? In Hamburg. Ich kann mich noch an die Bilder erinnern, wo das ganze Stadion, wo die haben die, glaube ich, Rauchbomben und so gezündet. Da waren noch sogar Pferde, also so, war sogar die Polizeikavallerie auf dem Feld. Ich kann mich noch dran erinnern, ey. Also ich meine, da muss ich ja sagen, das hätte mich auch mal interessiert. Stell mal vor, also was bei Schalke jetzt nach dem Abstieg passiert ist, war natürlich auch nicht gut so. Mit den Fans, ne? Geschichte kennen wir alle. Aber stellt euch mal vor, was passiert wäre, wenn bei Schalke auch noch Fans im Stadion gewesen wären. Junge, 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 ey. Das Gründungsmitglied der Bundesliga steigt erstmals aus dem Oberhaus ab. Am Ende fehlen 2 Punkte zum Relegationsplatz. 3 Tage später verabschiedet der HSV nach dem Abstieg 5 Spieler, darunter der langjährige Rechtsverteidiger Dennis Diekmeyer, Sehat Salihovic und Sven. Ist halt so krass, dass der danach, war das letztes Jahr, wo der irgendwie das erste Mal seit gefühlt 500 Profispielen ein Tor gemacht hat und dann ausgerechnet gegen Hamburg, als Sandhausen die weggeklatscht hat und den Aufstieg versaut hat, ey, das war auch krank. Schiplock. Einen Tag später verlängert der HSV den Vertrag mit Trainer Christian Titz. Der Coach holte mit den Hamburgern 13 Punkte in den letzten 8 Bundesligaspielen und unterschreibt einen 2-Jahres-Vertrag. Für Vorstand Frank Wettstein ist Titz der richtige Mann für die sportliche Neuausrichtung. 28. Mai 2018. Die Rothosen präsentieren Ralf Becker als neuen Sportvorstand. Der damals 47-Jährige erhält einen Vertrag bis 2021. Zuvor war Becker als Geschäftsführer bei Holstein Kiel tätig. Wir schauen auf weitere Abgänge bis Mitte Juni. Nach Diekmeyer, Salihovic und Co. gingen auch Nikolai Müller, Alen Halilovic, Luca Wald. Halilovic war doch damals so ein krankes Talent, ne? Na, ah, krass, ey. Schmidt, André Hahn und Wallacy. Investor Klaus-Michael Kühne will den HSV nach dem Abstieg erstmal nicht mehr finanziell unterstützen. Kühne wollte mehr als die 24, Kann über Kühne ehrlicherweise jetzt weder positiv noch negativ irgendwas erzählen. Aber irgendwie sieht der gruselig aus. Chat. Ich finde, der sieht einfach gruselig aus. 9% Anteile am HSV. Dafür benötigte es allerdings eine Satzungsänderung, zu der der HSV nicht bereit war. 2 Tage später kritisierte Kühne den Vorstandsvorsitzenden Bernd Hoffmann wegen des Vorgehens. 4. Juli 2018. In einem Sportbild-Artikel wird bekannt, dass der HSV seinen 2018 entlassenen Trainern bis zum Ende der Saison 18/19 noch 3 Millionen Euro an Gehältern zahlen muss. Dabei handelt es sich um Markus Gisdol, Bernd Hollerbach und deren Assistenztrainer. Der damalige HSV-Boss Heribert Bruchhagen hat es demnach verpasst, die Verträge für den damals keineswegs unwahrscheinlichen Fall des Abstiegs anzupassen. Auch viele Punktprämien an den Kader müssen die Hamburger demnach zahlen. Pro Sieg 210.000 Euro. Hochgerechnet auf eine Spielzeit wäre das 4 Millionen Euro. 12. Juli. Aufgrund einer weiteren Etatsenkung sollen weitere Spieler den Verein noch im Sommer verlassen. Der 55 Kostet Millionen was. Euro Etat wurde schon auf 30 Millionen gekürzt. Nun soll er nochmals auf 28 Millionen gesenkt werden. Und diese Spieler könnten demnach noch gehen: Philipp Kostic, Fite Aab, Aber Kyriakos Kostic, die Papadopoulos, Entwicklung von Mergim Kostic bei Mafrai Frankfurt auch und wirklich Albin heftig, ne? Ekdal.
3. August. Die anfängliche Aufbruchsstimmung nach dem Abstieg ist schnell verflogen. Der HSV kommt auf den Boden der Tatsachen an. Das Debüt in der zweiten Liga geht komplett in die Hose. Gegen Holstein Kiel verliert der Bundesliga-Absteiger zu Hause mit 0:3. 9. September. Nachdem Kühne im Juni ja angekündigt hatte, den HSV nicht weiter zu unterstützen, will er jetzt sogar seine Anteile verkaufen und sich als Finanzinvestor zurückziehen. Seit 2010 hat Kühne rund 100 Millionen Euro in den Club gesteckt. Die Verantwortlichen hoffen auf eine gute Lösung und eine weitere Zusammenarbeit mit dem Investor. 19. September. Der Hamburger SV hat Bernd Hoffmann bis 2021 zum Vorstandsvorsitzenden der HSV Fußball AG gemacht. Sein Amt als Vereinspräsident legt Hoffmann mit sofortiger Wirkung nieder. Er hatte den Posten bereits Ende Mai provisorisch übernommen. Vier Tage später, der vorzeitige Negativhöhepunkt in Liga 2. Der HSV verliert am 6. Spieltag zu Hause mit 0:5 gegen Regensburg. Sargis Adamyan, mittlerweile bei Hoffenheim aktiv, erzielt einen lupenreinen Hattrick. Trotzdem stehen die Hamburger noch auf Platz 2. Am 23. Oktober, einen Monat, also nach dieser Klatsche, wird Trainer Christian Titz entlassen. Absolute Prognose, Schalke wird genau das gleiche passieren. Jetzt so einen auf Gramotzes ist unser Man für die zweite Liga machen. Ich sag auch, Gramotzes ist spätestens bis zum Jahresende ist ja auch weg. Weil Schalke wird auch in der zweiten Liga da nicht kurz hinkommen und alles wegrasieren. Die werden auch mal 2-3 Spieler am Stück Scheiße fressen müssen, wenn nicht sogar mehr. Es wird bei Schalke mit Gramotzes genauso passieren. Die Verantwortlichen sehen die Saisonziele gefährdet. Zum Zeitpunkt der Entlassung stehen die Hamburger auf Platz 5 mit 2 Punkten Rückstand auf Tabellenführer Köln. Ja, aber stimmt, da kann ich mich noch dran erinnern. Das war ja damals sogar richtig los. Die waren ja sogar noch voll im Aufstiegsrennen drin. Stimmt, ja. Bei den Fans kommt diese Entscheidung nicht gut an. Auch der Nachfolger wird direkt präsentiert. Hannes Wolf übernimmt die Rothosen. Er verfügt über Zweitliga-Erfahrung, hat mit dem VfB Stuttgart 2017 die Zweitligameisterschaft erreicht. 7. November 2018. Hannes Wolf führt den HSV zurück an die Tabellenspitze. Sportlich scheint es nun besser zu laufen. Finanziell jedoch nichts. Das Geschäftsjahr wurde mit einem Minus von 5 bis 7 Millionen Euro abgeschlossen. Für 2018-19 wird ein Minus von 20 Millionen Euro befürchtet. Mitte Dezember 2018. Seit der Übernahme von Hannes Wolf hat der HSV bis auf ein Unentschieden gegen Union Berlin jedes Spiel gewonnen. Durch den 2:1 Erfolg gegen Duisburg beenden sie die Hinrunde als Herbstmeister auf Platz 1 mit 37 Zählern. Der Vorsprung auf den ersten Nicht-Aufstiegsplatz beträgt 6 Punkte. 19. Januar 2019. Auch auf der Führungsebene gibt es Neuigkeiten. Ex-Profi Marcel Janssen wird neuer Präsident beim norddeutschen Club. Janssen tritt die Nachfolge von Bernd Hoffmann an. Der 55-Jährige schied im Mai 2018 ja als Präsident aus und wurde Vorstandsvorsitzender der Fußball AG. 24. April. In den folgenden 7 Spielen holt der HSV nur 2 Siege gegen Greuther Fürth und im Derby so gegen St. Pauli. Es ist so krank, wie die das immer in den letzten Spielen verkackt haben. Ne? Es ist so krank. Verliert dabei gegen Darmstadt und Magdeburg. 4 Tage nach dem 1:1 gegen Aue gibt es immerhin Positives in Sachen Finanzen zu berichten. Die Verantwortlichen konnten sich mit Klaus-Michael Kühne einigen. Der Investor... Digga, also, nimmst du nicht übel, aber der Typ erinnert mich absolut an den deutschen Imperator. Das ist der deutsche Imperator für mich. Ohne Spaß. Wenn der Typ Geld in meinen Verein pumpen würde, hätte ich Angst. Verlängert die Vereinbarung in puncto Stadionname. Der HSV spielt weiterhin im Volksparkstadion. 4 Tage später gibt es immer mehr Nebenkriegsschauplätze beim Aufstiegsaspiranten. Unmittelbar vor dem Spiel gegen Union Berlin suspendiert Trainer Hannes Wolf Luis Holtby. Nicht nur für das Spiel gegen Union, sondern für den Rest der Saison. Damit steht fest, dass Holtby kein Spiel mehr für den HSV absolvieren wird. Der auslaufende Vertrag des Mittelfeldspielers wird nicht verlängert. 4. Mai. Der HSV verliert nach dem Topspiel gegen Union Berlin auch die nächste Partie. Gegen Abstiegskandidat Ingolstadt geht man zu Hause mit 0:3 baden. Der HSV ist plötzlich nur noch 14 in der Tabelle. Der gute alte Team of the Season, Lacroix. Ehre. Mittlerweile wartet man seit 7 Spielen auf einen Sieg.
Ein Tag später, trotz der Krise und dem drohenden Nichtaufstieg, halten die Verantwortlichen an Trainer Hannes Wolf fest. Das entschieden Bernd Hoffmann und Ralf Becker nach einer Krisensitzung. Unmittelbar nach der Niederlage gegen Ingolstadt deutete vieles auf eine Trennung hin. 12. Mai. Im Entscheidungsspiel gegen Paderborn erfolgt die nächste Klatsche. Auswärts verlieren die Norddeutschen mit 1:4 und haben aufgrund der deutlich schlechteren Tordifferenz keine Chance auf den Aufstieg mehr. 17. Mai. Nach dem verpatzten Aufstieg muss Trainer Hannes Wolf den Verein nun doch verlassen. Wahnsinn. Unmittelbar nach dem Spiel war das noch nicht klar gewesen. Sportvorstand Becker hatte betont, dass Wolf vielleicht gehen muss. Die Außendarstellung wirkte insgesamt eher amateurhaft. 19. Mai. Im letzten Spiel gegen Duisburg gewinnt der HSV mit 3:0 und beendet die Saison auf Platz 4. Am Ende fehlt Hamburg 2. Ey, das muss ja, aber was machen die denn immer? Weil Hamburg hat ja jetzt in den letzten 3 Jahren immer eine ordentliche bis sehr gute Hinrunde gespielt und dann Rückrunde immer Gülle. Das musst du dir mal geben. Die sind Herbstmeister geworden mit, was war das, 37 Punkten und dann diesen hier. 2 Punkte zum direkten Aufstieg. Vor allem in der Rückrunde zeigte sich die schlechte Leistung der Hamburger. Platz 15 in der Rückrundentabelle, nur 19 Punkte aus 17 Spielen. Das ist natürlich deutlich zu wenig für den Aufstieg. 24. Mai. Das Stühlerücken beim HSV geht's munter weiter. Eine Woche nach der Entlassung von Hannes Wolf muss auch Sportvorstand Ralf Becker den Verein verlassen. Nachfolger ebenfalls schon fix, Leverkusens Jonas Bolt übernimmt den Posten des Sportvorstands. 5 Tage später die nächste Personalentscheidung. Der HSV präsentiert Dieter Hecking als Trainer für die kommende Spielzeit. Der Coach erhält einen Einjahresvertrag mit der Option auf ein weiteres Jahr. Im Sommer kommt es wieder zu einem größeren Umbruch. Folgende Spieler verlassen den Verein: Luis Holtby, Pierre Michel Lasoga, Douglas Santos, Fite Arp und auch Gotoku Sakai. Neu verpflichtet wurden David Kinzombi, Tim Leibold, Daniel Heuer-Fernandes, Jeremy Duziak, Lukas Hinterseher und Jan Jamra. 15.12. Hecking konnte in der Hinrunde, was die Ergebnisse angeht, überzeugen. Nur eine Niederlage gab es zu verbuchen. Im Vergleich zum letzten Jahr hat Hamburg wieder 7 Punkte weniger. Trotzdem steht man auf einem direkten Aufstiegsplatz. 29. Februar 2020. Der HSV zeigt eine blamable Vorstellung im Auswärtsspiel gegen Aue. Der Club rutscht in eine Krise. 3. Spiel in Folge ohne Sieg. Man steht noch auf Tabellenplatz 3. Spitzenreiter Bielefeld ist jedoch schon 9 Punkte entfernt. 28. März. Auch außerhalb des Platzes wird es wieder unruhiger. Öffentlich wird ein Machtkampf zwischen Bolz und Hoffmann ausgetragen und Hoffmann wird als Vorstandsvorsitzender freigestellt. Präsident Marcel... Das ist aber auch so krass. Ich komme, so bei Schalke bin ich ja drin. Bei Hamburg bin ich jetzt nicht drin. Aber wenn ich mir jetzt so als Außenstehender die Doku angucke, der Hamburg so ein bisschen verfolgt, ich kriege das ungefähr mit, aber ich weiß jetzt nicht immer auswendig aus dem FF, wer da welche Position bekleidet. Ich habe jetzt wirklich 10 Minuten nur Sportvorstand, Sportvorstand weg. Sportvorstand, Sportvorstand weg. Trainer, Trainer weg. Trainer, Trainer weg. Präsident, Präsident weg. Neuer Präsident. Es ist einfach wirklich Schalke in 3 Jahre vorher, ne? Das ist so krass. Marcel Janssen wird zum neuen HSV-Boss gewählt. Nach der Corona-Unterbrechung scheint der HSV wie schon in der Vorsaison seine gute Ausgangslage zu verspielen. Nach 2 Siegen aus den ersten 7 Spielen nach Wiederbeginn steht der HSV zwar weiterhin auf Platz 3, hat nun jedoch quasi ein Endspiel gegen Heidenheim vor der Brust. In diesem führt der HSV nach einem Tor von Poyanpalo am 21. Juni bis zur 80. Minute mit 1:0 in Heidenheim. Bei diesem Spielstand wäre die Relegation sicher. Doch ein Eigentor von Bayer und der Treffer von Kerschbaumer in der 95. Spielminute bedeuten, dass der HSV die gute Ausgangslage verspielt und somit vor dem letzten Spieltag nur noch auf Platz 4 hinter Heidenheim steht. Und dann kommt Sandhausen. 28. Juni. Eine Woche später kommt es zur Entscheidung um den Relegationsplatz. Also das habe ich gesehen und ich bin vom Glauben abgefallen, was da passiert ist. Da habe ich wirklich vom Glauben abgefallen, das habe ich live gesehen. Verliert sein Spiel gegen Bielefeld deutlich mit 0:3. Dem HSV reicht im Heimspiel gegen Sandhausen 1 Punkt zum Erreichen der Aufstiegsspiele. Doch es kommt anders. Gegen den Tabellenzwölften verlieren die Hamburger mit 1:5. Auch der ehemalige HSV-Profi Dennis Diekmeyer trifft. Der Aufstieg ist erneut verspielt.
Der HSV beendet auch die zweite Saison auf dem undankbaren vierten Platz. Am Ende fehlt nur ein Punkt zu Relegationsrang 3. Grund für den verpassten Aufstieg, wieder die schwächere Rückrunde und vor allem die schwachen Auftritte im letzten Drittel der Saison. 4. Juli 2020, kurz nach dem letzten Spiel, passiert dann das, was beim HSV in den letzten Jahren schon fast zur Normalität geworden ist. Der nächste Trainer muss gehen. Die Option zur Vertragsverlängerung von Dieter Hecking wird nicht gezogen. Der Coach verlässt die Hamburger nach... Immerhin mal, dass ein Trainer einfach, wo der Vertrag ausläuft. Das ist halt schon mal, wir sehen eine Entwicklung. Hat Schalke auch nicht immer so gut hinbekommen. Ich weiß gar nicht, wie viele Schalke-Trainer gerade aktuell noch auf der Payroll stehen, aber es sind, glaube ich, auch so 25. Ach, nur einer Saison. Nur zwei Tage danach präsentiert der HSV bereits den Nachfolger. Daniel Thun übernimmt das Zepter bei den Norddeutschen. Er wird vom VfL Osnabrück verpflichtet. Mit diesem Club hat er den Klassenhalt in der zweiten Liga souverän gemeistert. 31. Juli. HSV-Legende Horst Rubesch wird Direktor Nachwuchs beim Zweitligisten. Zuvor war er bereits über Jahrzehnte hinweg für deutsche U-Nationalmannschaften als Trainer im Einsatz. Er betont, dass der HSV den richtigen Weg eingeschlagen hat. Auch in diesem Transferfenster tut sich bei den Hanseaten wieder einiges. Die Zugänge sehen wir hier. Sven Ulreich, Top-Torjäger Simon Terodde, Toni Leistner, Amadou Onana, Moritz Heyer und... Also auf dem Papier sogar echt stabile Neuzugänge. Also Onana sehr talentiert, Terodde für die zweite Liga absolut geiler Stürmer, Jasula fand ich bei Paderborn echt stabil, Ulreich sowieso brauchen wir nicht drüber reden, Leistner erfahrener Mann, Heyer ist ja eher ein Perspektivspieler. Also die Transfers waren ja nicht mal kacke von denen, finde ich. Klaus Jasula. Die haben ja auch, das Schlimme ist ja, die haben ja eigentlich sogar einer der besten, wenn nicht sogar die beste Zweitligamannschaft. Rein vom Personal. Aber ohne Spaß. Rein vom Personal, was die letztes Jahr geholt haben, also Ulreich und Jasula schreiben jetzt welche in den Chat, haben komplett reingeschissen. Die waren ja wirklich vom Namen her, also Ulreich zu holen, war ja wirklich stabil für ein Zweitligisten. Kommen neu nach Hamburg. Im Gegenzug verlassen diese fünf Akteure den Verein. Real Talk, ich habe damals gedacht, dass Pollersbeck richtig gut werden könnte. Ich weiß, wie ist das eigentlich da zustande gekommen? Ich fand den echt stabil. Der hat doch auch, glaube ich, vor irgendeiner U-Nationalmannschafts-EM oder WM hat er doch auch, glaube ich, ein Jahr für Hamburg in der Kiste gestanden. Pollersbeck, oder? Ich fand den echt nicht verkehrt. Kai Özcan, Julian Pollersbeck, Timo Letschert, Everton und Christoph Moritz. Der Saisonstart 2020-21 läuft perfekt für den HSV. Die ersten fünf Spiele unter Thun kann man allesamt gewinnen, darunter unter anderem 21, gegen die Zweitliga-Top-Teams Paderborn, Düsseldorf und Kräuter Fürth. 5.12. Auch in dieser Saison landet der HSV jedoch bald wieder auf dem Boden der Tatsachen. Nach den fünf Siegen zu Beginn folgen fünf Spiele ohne Sieg und mit nur zwei Punkten. Gegen Heidenheim verspielt man gar einen 2:0 Vorsprung, Hamburg rutscht auf Platz 4 ab. Bis zum 21. Februar bleiben die Hanseaten im Anschluss allerdings ungeschlagen. Die sind wieder Herbstmeister. Die sind wieder Herbstmeister. Oh, wir wissen alle, was passiert. Schlagen 7 Siege und 4 Remis. Mit insgesamt 36 Punkten bedeutet das die erneute Herbstmeisterschaft in Liga 2. Der Vorsprung auf Platz 4 beträgt 5 Punkte. 1. März. Nach der Niederlage gegen Schlusslich Würzburg verliert der HSV auch das Derby gegen den FC St. Pauli. Die Hamburger rutschen vom direkten Aufstiegsplatz ab. Die ersten Zweifel am erklärten Zielaufstieg kommen auf. Und da war für mich der Knackpunkt, weil in dem Moment, Chat, plus 1 in den Chat, wo Hamburg das Spiel verloren hat, ich habe tatsächlich dieses Jahr sogar mal ein bisschen mehr zweite Liga verfolgt, weil es echt spannend war, vor allem mit Bochum und Konsorten. Bochum auch hier ein Club bei mir direkt in der Nähe. Also ich wohne ungefähr 5 Minuten vom Stadion weg, jetzt mittlerweile ein bisschen weiter. Aber ich habe vorher halt Grenze zu Kastrop gewohnt und Bochumstein ist ja direkt an der Kastropper Straße. Das waren halt wirklich 5 Minuten. Und ohne Spaß, zu dem Zeitpunkt, wo Hamburg auf Platz 3 abgerutscht ist, war mir klar, Digga, das wird wieder nichts. Und ich sag's euch auch so, wie es ist, das ist bei den Spielern und bei dem der ganze Verein, also es hört sich blöd an, weil Hamburg ist so ein geiler Verein, der für mich eigentlich hundertprozentig in die erste Liga gehört. Ich bin mit Hamburg groß geworden, da haben die Bremen, Hamburg, Schalke, das waren alles Mannschaften, die vorne in der Tabelle mitgespielt haben und rasiert haben. Aber der ganze Verein ist wirklich von diesem Zweitliga-Ding verseucht. Wenn die einmal aus den Top 2 rausrutschen
und auch nur ansatzweise möglich ist, noch irgendwie Vierter zu werden, tot. 20. Tot. März. Nach Siegen gegen die direkte Konkurrenz aus Bochum und Heidenheim scheint die Welt beim HSV doch wieder in Ordnung zu sein. Man steht wieder auf Platz 2 und hat alles in der eigenen Hand. Ende April. Der HSV hat keines der nächsten 5 Spiele gewonnen. Die Gegner Hannover, Darmstadt, Sandhausen, Karlsruhe und Regensburg. Der direkte Aufstiegsplatz ist nun 5 Punkte entfernt. Die Kritik an Trainer Thune wächst und wächst. 3. Mai. Der HSV stellt Daniel Thune mit sofortiger Wirkung frei. Zuletzt betonten Mutzel und Bolt, trotz der schwachen Rückrunde auch mit dem Übungsleiter weitermachen zu wollen. Nun also doch Schluss. Auch die Interimslösung. Ohne Spaß, ne? Hamburg und Schalke, wisst ihr, woran mich das erinnert? Wie wenn so YouTuber aus Deutschland einen Trend aus Amerika hinterherlaufen. Die Amerikaner und Engländer sind den deutschen YouTubern auch immer so ein halbes Jahr voraus. Und so ist es ungefähr auch bei Hamburg und Schalke. Nur Hamburg ist Schalke der ganzen Geschichte so 3 Jahre voraus. Es ist genau so. Schalke kopiert den HSV, ehrlich. Steht schon fest, die Vereinslegende Horst Rubesch übernimmt bis Saisonende das Traineramt. 16. Mai. Der HSV verliert nach erneut schwacher Leistung mit 2:3 in Osnabrück. Auch Rubesch, bei dessen Debüt mit 5:2 gegen Nürnberg gewonnen wurde, kann dem HSV nicht zum Aufstieg verhelfen. Aufgrund der Siege der Konkurrenz steht fest, der HSV verpasst auch im 3. Jahr den Aufstieg in Liga 1. Die Gründe ähnlich wie in den Vorjahren. Auf eine starke Hinrunde folgt eine schwache und enttäuschende Rückrunde. Unser Fazit. Zum 3. Mal in Folge scheitert der HSV am Projekt Wiederaufstieg. 4 Trainer plus die Interimslösung Horst Rubesch konnten den einstigen Bundesliga-Dino nicht zurück ins Oberhaus führen. Eure Meinung natürlich auch gefragt. Wie geht's weiter mit dem HSV? Schafft man den Aufstieg in der kommenden Saison oder droht gar der Absturz ins Tabellenmittelfeld? Schreibt's gerne in die Kommentare mit rein. Danke. Ja, sehr nice das Video. Ja, krank. Wenn man so als Außenstehender, kriegt man das natürlich auch immer mit. Aber wenn man jetzt nicht Fan ist, dann diese ganze Chronik nochmal aufgebröselt zu bekommen, ey. Sehr nice Video von den Jungs von Transfermarkt. Aber es ist halt wirklich, wirklich gestört, was da abgeht, ne?